Willkommen in der Technik-Videowelt. Ich bin Nina und heute geht es um das Blockieren anonymer Anrufe beim Samsung Galaxy A72. Das Ganze kann natürlich ganz schön nervig sein, insbesondere wenn ihr oft von anonymen Anrufern angerufen werdet. Wie ihr das Ganze verhindern könnt und diese anonymen Anrufer eben blockieren könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Gut, wir wollen jetzt also mit dem Samsung Galaxy A72 anonyme Anrufer blockieren. Das heißt, wir wollen, dass Leute, die uns anonym anrufen, hier nicht mehr zu uns durchkommen und uns dementsprechend also nicht mehr anonym anrufen können. Ich habe jetzt hier das iPhone nebenan einmal auf anonym anrufen gestellt. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Galaxy anrufe, dann seht ihr, dass hier quasi private Nummer steht, also es wird anonym angerufen. Und der Anruf geht aber noch durch und ich müsste ihn dann jetzt dementsprechend zum Beispiel ablehnen. Ich möchte jetzt ja aber genau das verhindern und möchte eben, dass diese anonymen Anrufe gar nicht mehr zu meinem Galaxy A72 durchkommen. Ja, dafür gehe ich hier auf diese Telefon-App, also nicht irgendwie hier in die normalen Einstellungen, was man vielleicht denken könnte, sondern ich wähle hier das Telefon-Icon aus und gehe dann einmal hier oben auf die drei Punkte und wähle den Punkt Einstellungen aus. Und dann seht ihr schon hier ganz oben den Punkt Nummern sperren. Und das ist auch der Punkt, den ihr dann auswählen wollt. Und da sehen wir wieder ganz oben unbekannte bzw. private Nummer ausblenden. Und das ist das, was wir jetzt auswählen wollen, um anonyme Anrufer zu blockieren. Das heißt, ich wähle das einmal jetzt aus. Gehe dann einfach wieder zurück und versuche das jetzt nochmal hier mein Galaxy A72 anonym anzurufen. Das heißt, ich wähle wieder und jetzt sehen wir hier, der Anruf geht gar nicht mehr durch. Das heißt, hier wird uns jetzt zwar angezeigt, wen wir anrufen, aber wir bekommen direkt die Meldung Teilnehmer besetzt und hier bei unserem Galaxy A72 tut sich gar nichts. Das heißt, es ist so, als würden wir gar nicht mitbekommen, dass wir angerufen werden. Und der anonyme Anrufer, in diesem Fall jetzt hier unser iPhone, der kriegt eben Teilnehmer besetzt und hat dann sozusagen auch keine Möglichkeit, uns zu erreichen. Ja, so einfach funktioniert also das Ganze hier auch beim Samsung Galaxy A72. Ihr könnt jederzeit hier wieder über die Telefon-App in die Einstellungen gehen und natürlich gegebenenfalls wieder einfach Nummersperren auswählen und die Einstellung jederzeit wieder aufheben oder halt wieder einschalten, je nachdem, wie ihr es gerade benötigt. Ja, sollten euch diese anonymen Anrufe bis jetzt gestört haben, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, was ihr dagegen tun könnt und wie ihr diese anonymen Anrufer blockieren und damit die Anrufe verhindern könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns das wie immer gerne in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!